We have established that the Holy Spirit, wir haben herausbekommen, dass der Heilige Geist and the truth und die Wahrheit is the same. Das gleiche sind. Right? Ist das so? Holy Spirit and the truth is the same. Der Heilige Geist und die Wahrheit sind das gleiche. Holy Spirit brings forth the word. Der Heilige Geist bringt das Wort hervor. The word of truth. Das Wort der Wahrheit. And all these are one. Und all das ist eins. For us it's very difficult to perhaps understand it because we see things in pieces. Here is the candle, here is the microphone, here is the case, the box, and here is the glass. We see everything in pieces. Für uns ist das vielleicht nicht so einfach zu verstehen, weil wir alles in Einzelteilen sehen. Wir sehen die Kerze als eins, das Mikrofon als eins, die Kiste eins, das Glas ist wieder etwas anderes. For this we need the Holy Spirit to make it all one for us. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, damit er eins daraus machen kann. God is one. Gott ist eins. Not millions of them. Und es gibt nicht Millionen von ihnen. We've seen in India that people have so many gods. Wir haben in Indien gesehen, dass die Menschen so viele Götter haben. They said that the bad people they go when they die they go into a cat or in a dog or some other animal. Und sie glauben, dass wenn schlechte Menschen sterben, die sich in eine Katze oder in einen Hund oder in ein anderes Tier verwandeln. And the good people get reincarnated in some other person that they see. Und gute Menschen werden reinkarniert in andere Personen. And basically Hinduism is a religion of dead people. Und der Hinduismus ist eigentlich eine Religion der Toten. That's why it's completely unclean. Und deswegen ist es völlig unrein. Their gods are people that lived and died and they become they worship them as gods. Ihre Götter, das sind Menschen, die gelebt haben, gestorben sind und die sie jetzt als Götter anbeten. Truth is one. Die Wahrheit ist eins. Not many. Und es gibt nicht viele Wahrheiten. There's no such a thing like you preach the truth and they preach the lie. Und das ist nicht so, dass jemand die Wahrheit predigt und der andere Lüge predigt. And if you talk about the truth from this angle, wenn du von der Wahrheit von einem Gesichtspunkt aus schaust, if you look at from here, I don't see what you see. Wenn du das von dieser Seite aus betrachtest, dann sehe ich nicht, was ihr seht. And you don't see what I see. Aber ihr könnt auch nicht sehen, was ich sehe. And I don't see what's here. Und ich sehe nicht, was an der anderen Seite ist. It's still the same truth. Aber es ist, bleibt die gleiche Wahrheit. And like a diamond has to be turned around. Und wie ein Diamant umgedreht oder herumgedreht werden muss, um ihn von allen Seiten zu betrachten, and you begin to see what's here. Dann kann man anfangen, wenn man die Wahrheit von verschiedenen Seiten betrachtet, zu sehen, was hier und dort ist. Oh, I did not know. Nobody has seen that. Und das hatte noch niemand gesehen. Das war nämlich unten drunter. That's the truth. So you cannot get in a dogma and say, this is falsch. Und deswegen ist es dumm, ein Dogma zu machen und zu sagen, dann alles andere ist falsch. You can't. We are in the journey. Wir können das einfach nicht machen. Wir sind auf einer Reise. Those who were born again yesterday are babies. Wer gestern erst von neuem geboren ist, der ist heute noch ein Baby. Und wer mit dem Herrn schon 50 Jahre geht, der ist kein Baby mehr. So how can a baby disagree with the one who is 50 years already walking with the Lord? Und wie kann dann ein Baby mit jemandem nicht übereinstimmen oder sagen, du bist falsch, jemanden, der schon 50 Jahre mit dem Herrn geht? How can denomination stand against another denomination saying this is wrong what they are preaching? Wie kann eine Denomination sich gegen eine andere Denomination stellen und sagen, eure Lehre ist falsch? As long as they are busy with Jesus, who introduced the Father to us. Solange sie sich mit Jesus beschäftigen, mit dem, der uns dem Vater vorgestellt hat, and honor the Holy Spirit, und den Heiligen Geist ehren, they are on the journey. Sind sie auf einer Reise. If we judge them, wenn wir sie richten, we seal them in something for which we will be judged. Dann versiegeln wir sie damit mit etwas, wofür wir gerichtet werden. No one is that intelligent to get everything at once.
Niemand ist so intelligent, dass er alles auf einmal verstehen könnte. No one can get the things of God in one shot. Niemand kann die Dinge Gottes mit einem Mal verstehen. We are children and we learning and growing. Wir alle sind Kinder und wir lernen und wachsen. The Puritans and the Huguenots who left this country and came to America. Die Puritaner und die Hugenotten, die dieses Land verlassen haben und nach Amerika gewandert sind, die haben etwas anderes geglaubt. They read the Bible differently. Sie haben die Bibel anders gelesen. Even the Mormons believed completely different. Und selbst die Mormonen glauben etwas völlig anderes. I read the Book of Mormons. Ich habe das Buch Mormon gelesen. A lot of strange things in it. Und da sind ganz viele seltsame Dinge drin. But I cannot say that the whole religion is wrong. Aber man kann nicht sagen, die ganze Religion ist deswegen falsch. Because I met some people who told me what they've experienced with Jesus in their church. Denn ich habe auch dort einige Menschen getroffen, die mir erzählt haben, was sie in ihrer Gemeinde mit Jesus erfahren haben. I said, that's wonderful. Und ich sage, das ist wunderbar. Many other things, they believe that way. For example, they believe in everlasting marriage, like a husband and wife will be married forever. Und die anderen Dinge, die sie glauben, das sind halt irgendwelche Sachen, wo jeder Mensch etwas hat. Zum Beispiel glauben die Mormonen halt an eine ewig währende Ehe. Well, I just look in the Bible and Jesus says that in the resurrection there is no man and woman anymore. We are like angels. We do not marry, neither given in marriage. Und wenn ich in meine Bibel schaue, dann steht da, dass Jesus sagt, in der Auferstehung werden wir sein wie Engel und wir werden nicht heiraten und nicht verheiratet werden. So I don't know where the Mormons get their doctrines, but they get it from Joseph Smith, their founder. Ich weiß nicht, wo sie ihre Doktrin über diese ewige Ehe hernehmen, aber ihr Gründer Joseph Smith, der hat es halt erfunden. They have some truth, but they're looking it from one angle only. Sie haben einige Wahrheiten, aber sie schauen das nur von einem Punkt aus an. And that you have to be educated like we are educated. Und sie müssen genauso gelehrt werden, wie wir hier gelehrt werden. I can't throw away the whole Catholic Church. Man kann nicht einfach die ganze katholische Kirche verdammen und sagen, sie ist falsch. Like some were daring to say that the whole thing is, you know, an antichrist or the whore of Babylon and things like this. So wie manche halt sagen, die ganze Kirche ist der Antichrist oder die Hure von Babylon. All kinds of things. Alle möglichen Dinge. It's terrible. Das ist furchtbar. I have many wonderful Catholic friends. Es gibt ganz viele, oder ich habe ganz viele wunderbare katholische Freunde, born again, filled with the Holy Spirit, wiedergeboren mit dem Heiligen Geist gefüllt, in the Catholic Church, die sind in der katholischen Kirche doing great work. Und machen dort großartige Dinge. The figures and the crucifix bothers me, but it doesn't bother them. Die Figuren da und die Kruzifixe, die stören mich, aber sie stört es nicht. So, some Catholics have been under my ministry for some time, finally said, yeah, we are not comfortable in the church anymore. Und einige Katholiken, die einige Zeit unter meinem Dienst waren, die sagten dann auf einmal, wir fühlen uns in der Kirche da nicht mehr wohl. From what we know, this becomes strange to us now. Denn was wir jetzt wissen, da ist das andere seltsam geworden. Said, Halleluja. Und da kann man sagen, Halleluja. But if I would say you're totally wrong, they would be offended. Aber wenn ich sagen würde, ihr liegt alle falsch, dann würden sie sich angegriffen fühlen. Actually, my friends, many more miracles happen in the Catholic Church than in the Lutheran Church. I have hardly seen any miracles in the Lutheran Church. Und es ist einfach so, dass in katholischen Gemeinden viel mehr Wunder passieren als in lutherischen Gemeinden. In lutherischen Gemeinden kann man kaum einmal ein Wunder sehen. Many more miracles. Es gibt in der katholischen Kirche viel mehr Wunder. God is moving among the Catholic people of South America tremendously. Unter den katholischen Menschen in Südamerika bewegt sich Gott ganz gewaltig. And actually, the Catholic Church in South America is shrinking as the Pentecostal churches are growing. Und die katholische Kirche in Südamerika wird kleiner, so wie die Pfingstgemeinden wachsen. And they have revival after revival, and they keep on preaching, keep on evangelizing, with miracles, signs and wonders following. Even the newspapers show the pictures of these miracles. Und sie evangelisieren dort und sie predigen, und selbst in den Zeitungen kann man von diesen Wundern, die da passieren, lesen. So you see, everyone is busy with the truth from different angles. Jeder beschäftigt sich mit der Wahrheit von einem anderen Gesichtspunkt aus. But there is a truth that is in your innermost. Aber es gibt eine Wahrheit, die in unserem Inneren ist. In Psalms 51, in Psalm 51,
Verse 5. In Vers 5. Actually, verse 6, it says, "Behold, thou dost desire truth in the innermost being." Da sagt Daniel, ich habe die Wahrheit in meinem Innersten. And in the hidden part, there, deep inside, you will make me know wisdom. Und ganz tief in mir drin, in meinem Innersten, wirst du mich die Weisheit lehren. Truth is wisdom. Wahrheit ist Weisheit. Religion is stupid. Und Religion ist dumm. Religiousness. What is religion? Was ist Religion? Religion is keeping some rituals, supposing them to be the truth. Religion bedeutet, einige Rituale zu halten und anzunehmen, dass sie die Wahrheit sind. Ceremonies. Zeremonien. Repetitious words, repetitious prayers. Und sich wiederholende Worte und Gebete. Doing something in a particular way that cannot be changed. This is the prescribed way of approaching God. Und Religion bedeutet, etwas so zu tun, wie es schon immer gewesen ist, wie es auf einem vorgegebenen Weg gemacht werden muss. That's religiousness. Das ist Religion. Religion. Traditions are religion. Traditionen sind auch Religion. Jesus came to destroy this. Und Jesus kam, um das zu zerstören. He says, for the sake of your religion or your tradition, you bend the law. Und er sagte, wegen eurer Traditionen oder wegen eurer Religion verbiegt ihr das Gesetz. Means you're not lovers of the truth, you are lovers of your own traditions, of your own religiousness. Das heißt, ihr liebt nicht die Wahrheit, sondern ihr liebt eure eigenen Traditionen und Religionen. And because of we have much of religiousness, und weil wir so viel Religiosität haben, someone who is living, ist jemand, der lebendig ist, and is busy with the truth, und mit der Wahrheit beschäftigt ist, is accused of being false. Der wird dann beschuldigt, falsch zu sein. Did you get this? Versteht ihr das? You will always have children around. Wir werden immer Kinder haben. Hoffentlich. Among you. Those who are busy with religiousness and they think only their tip of their own nose, they'll accuse somebody else of being false. Jemand, der nur eine Religion hat und nur bis zu seiner Nasenspitze denken kann, wird andere, die etwas anderes glauben oder sagen, immer als falsch verurteilen. In the eyes of the Catholic Church, Luther was false. In den Augen der katholischen Kirche war Luther falsch. When Lutheran Church was established, the Anabaptists were false. Und als die lutherische Kirche etabliert war, waren die Wiedertäufer auch falsch. The Baptists then were also wrong. Und die Baptisten waren dann genauso falsch. In the eyes of the Baptists, the Pentecostals are false. Und in den Augen der Baptisten sind die Pfingstler falsch. And in the eyes of all the other things, the Adventists are also false. Jehovah's Witnesses are false. Everybody else is false. Und in den Augen aller gemeinsam sind die Zeugen Jehovas falsch und die Siebentags-Adventisten falsch. So the Jehovah's Witnesses and Mormons are not Christian anymore. Und die Zeugen Jehovas und die Mormonen dürfen jetzt keine Christen mehr sein. And what is Christian? Und was ist jetzt Christen? So they're trying to define Christianity. Also muss man jetzt erstmal Christentum definieren. So we try to make pictures and frame God in a picture all the time. Also versuchen wir ein Bild von etwas zu zeichnen und Gott in diesen Bilderrahmen einzusperren. That is the physical man looking for security. Und das ist der physische Mensch, der Sicherheit sucht. Constantly looking for something established, something framed, so I can feel comfortable in. Der immer etwas sucht, was eingerahmt ist, worin er sich sicher fühlen kann. The liberating truth, which is the Holy Spirit, must be in the innermost. Aber die befreiende Wahrheit, die der Heilige Geist ist, die muss in unserem Inneren sein. And then you look at everyone with love. Und dann kannst du jeden anderen mit Liebe anschauen. When they were driving the nails through Jesus' hands, als sie die Nägel durch die Hände von Jesus geschlagen haben, Jesus said, "Forgive them, for they do not know what they do." Da sagte Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Because he is the truth. Denn er ist die Wahrheit. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Und dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So when you look at other people with love, wenn du andere Menschen mit Liebe anschaust, he says, forgive them, they do not know what they do. Dann kannst du sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. They do not know where they are going. Sie wissen nicht, wo sie hingehen. They're blind leaders of the blind. Denn die Blinden leiten die Blinden. The apostles came to Jesus and said, "You know what?
Your words offended the Pharisees. Die Apostel kamen einmal zu Jesus und sagen, weißt du was? Deine Worte, die haben die Pharisäer angegriffen. And he says, what's that to you? Und Jesus sagte, was geht euch das an? You're of the truth. Ihr seid doch von der Wahrheit. You are busy with the truth. You're walking with the truth. You're listening to the truth. Ihr seid beschäftigt mit der Wahrheit. Ihr hört die Wahrheit an. You keep on fellowshipping with the truth. Ihr habt Gemeinschaft mit der Wahrheit. What do you have to do with that? Was habt ihr damit zu tun? With religion. Mit Religion. So Jesus attacked religion. Jesus hat die Religion angegriffen. And it does hurt. That's why today we have humanism that don't attack any religion. Und deswegen, oder das, dass Jesus die Religion angegriffen hat, das hat natürlich die Pharisäer verletzt. Und deswegen gibt es heute den Humanismus, der sagt, rühre nicht an irgendeiner Religion. I was very careful in India that I would not say anything against the Hindus. Ich war ganz vorsichtig in Indien, dass ich nichts gegen die Hindus sage. Because if I would say something, they'd chop my head off. Denn wenn ich da etwas gesagt hätte, hätten sie mir den Kopf abgeschnitten. You say something against Muhammad. Ooh. Wenn du etwas gegen Muhammad sagst, we all know this. Das wissen wir alle. These are men's kingdoms. This is just an example how the world is set up. Das sind die Königreiche der Menschen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie diese Welt ausgerichtet ist. So you cannot say anything about Hinduism, you cannot say anything against Islam. Man kann also nichts gegen die Hindus sagen, nichts gegen den Islam sagen. But everybody can say things against Jesus. Aber gegen Jesus darf jeder reden. We're not going to take a sword and chop off their heads, would we? Wir nehmen kein Schwert und schlagen jemand den Kopf ab. We say, forgive them, for they do not know what they do, what they think. They are in blindness. Wir sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und was sie denken, denn sie sind blind. Because we have the truth. Denn wir haben die Wahrheit. Truth doesn't need to defend itself. Die Wahrheit muss sich nicht verteidigen. Only falsehood. Nur Falschheit. Falsehood, which is enclosed in illusion. Die Falschheit, die in Illusionen verpackt ist. I think that is the Islam people would stop being Islamic if they would stop being busy with Islam. Ich denke, dass der Islam aufhören würde, wenn die Islamisten aufhören würden, sich damit zu beschäftigen. They have to keep on being busy with their 5 times a day prayers and all kinds of things. Sie müssen mit diesen 5-mal am Tag beten beschäftigt sein und all diesen anderen Dingen. To keep the truth, the liberating truth, at bay, far away from them. Um die befreiende Wahrheit von sich weghalten zu können. Every religion tries to make their people busy with their own in order to keep the truth away. Jede Religion versucht, die Menschen, die ihr angehören, mit ihren eigenen Dingen zu beschäftigen, damit die Wahrheit von ihnen wegbleibt. In Christianity we have many programs. Every church wants to make the people busy. Auch im Christentum gibt es ganz viele Programme und jede Gemeinde versucht, seine Gemeindemitglieder zu beschäftigen. In Florida, we were in Messianic congregation. In Florida waren wir in einer messianischen Gemeinde. And the rabbi, the leader of the congregation, says we must develop our own theology, he says. Und der Leiter da, der Rabbi, hat gesagt, wir müssen jetzt unsere eigene Theologie entwickeln. I said, oh my God, here we go again. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, dasselbe wieder. Everybody. So, once the movement was alive, they created liturgy book for the messianic congregation. Ja, die messianische Bewegung war einmal sehr lebendig, bis sie angefangen haben, ein Liturgiebuch dafür zu entwickeln. And they got split themselves. Und dann haben sie sich gespaltet. We believe so, you believe that. Ihr glaubt das und wir glauben jetzt das. I was in the middle of it. Und ich stand mittendrin. I said, stuff it all, I have enough of this. Und ich sagte, ihr könnt mir mal kreuzweise in die Tasche steigen. Of any religion. I am an evangelist preaching Jesus Christ to all nations, to all religions, tongues, nationals. Ich gehöre weder einer Denomination noch irgendeiner Nationalität an. Ich predige Jesus Christus allen Nationen und allen Denominationen. To liberate them. Um sie zu befreien. From religiousness. Von der Religion zu befreien. And whose ministry is that? Und wessen Dienst ist das? Jesus. Das ist der Dienst von Jesus. He came to do this. Er kam, um genau das zu tun. If
we were free, he would not have to come. Wenn wir frei wären, dann hätte er nicht kommen brauchen. But he had to come because we are bound. Aber er musste kommen, weil wir gebunden sind. He comes to the synagogue, opens the scripture and says, "The Spirit of the Lord God is upon me, because God has anointed me to set the captives free." Er kam in die Synagoge, macht die Schriftrolle auf und liest Jesaja 61: "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, die Gefangenen freizusetzen." So, Lord, where are the captives? Also, Herr, wo sind denn jetzt diese Gefangenen? They're in the synagogues, they're in the moschees, they're in the churches. Sie sind in den Synagogen, in den Moscheen, in den Kirchen. He was not speaking about the physical, political prisons. Und er hat nicht über die politischen Gefängnisse geredet. He had nothing to do with the earthly government. Er hatte nichts mit Regierungen am Hut. He could not go to a normal prison and just kick the doors open and let all the criminals out. Er hätte nicht einfach in ein Gefängnis gehen können und die Türen aufbrechen und die ganzen Kriminellen befreien. You see, when we have an abstract thinking, we forget about the details. Wenn wir ein abstraktes Denken haben, dann können wir die Details vergessen. The Bible is written in such a way. He said, before the Messiah returns, every crooked way has to be made straight, every valley has to be brought up, and every mountain has to be brought low. Die Bibel redet auch so. Zum Beispiel steht da, bevor der Messias wiederkommt, müssen alle krummen Wege gerade sein, alle Berge abgeflacht werden und alle Täler aufgefüllt werden. Oh, we need to bring caterpillar, bulldozers, everything. Get ready. Ah, also dann muss sich mal jeder einen Bagger kaufen oder eine Planierraube, damit wir das alles schön eben bringen. And we're gonna make the best highways, the deutsche Autobahn. Und wir werden überall deutsche Autobahnen bauen. Lord, we already have some here in Germany. Come here to Germany. Und außerdem, in Deutschland haben wir doch schon schöne gerade Straßen. Also, Jesus, kannst du doch hierher kommen. He doesn't speak about this. Aber darum geht es ja gar nicht. If you think in physical terms, you have no business of reading the Bible. Wenn du nur physisch denkst, dann hast du nichts damit zu tun, die Bibel zu lesen. Jesus speaks with a Samaritan woman. Jesus sprach mit dieser samaritischen Frau. He was thirsty. Er war durstig. Yeah. He was hungry. Und auch hungrig. And then he meets with her and she's drawing water from the well. Und er traf sie gerade, als sie Wasser aus dem Brunnen herauszog. Then he says, "Give me a little bit water, then I'll give you another water." Und da sagt er zu ihr, gib mir doch etwas von deinem Wasser, dann werde ich dir anderes Wasser geben. His disciples went to buy bread. Seine Jünger waren gerade weg, um Brot zu kaufen. They're all hungry. They come to him. They are first of all surprised that he speaks with a woman. Und als sie wiederkamen, da waren sie ganz überrascht, dass er mit einer Frau redet. Secondly, it was a Samaritan woman. Und dann war es auch noch eine samaritische Frau. Jews never met with Samaritans. Aber Juden geben sich nicht mit Samaritern ab. Even Jesus himself did not say, "Do not go the way of Samaritans." Und selbst Jesus sagte, geh nicht in den Wegen der Samariter. But that was before resurrection. Aber das war vor der Auferstehung. After resurrection, he says, "You will preach the gospel in Judea, Samaria." Und nach der Auferstehung sagte er, ihr werdet das Evangelium predigen erst in Judäa, dann in Samaria und dann im Rest der Welt. So you see, there's a difference. Da hat sich etwas geändert. That has to be studied. Und das muss studiert werden. We can sit here for weeks to study all these things. Und wir könnten hier wochenlang sitzen, um all das zu studieren. It's all in the books and there's many more books. Es ist schon alles. I don't know why people are so slow in buying books. I don't understand that. Es ist schon alles in den Büchern aufgeschrieben und es wird noch viel mehr Bücher geben und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Menschen sich nicht die Bücher kaufen. There should be such a hunger and desire to grow in the Lord. Jesus is coming back. Es sollte da ganz viel Hunger und Verlangen sein, im Herrn zu wachsen, weil Jesus bald wiederkommt. Look, there are three heavens. Es gibt drei Himmel. And only overcomers will sit on the throne of Jesus. Und nur Überwinder werden auf dem Thron mit Jesus sitzen. Is anyone here desirous to be an overcomer? Ist irgendjemand hier, der das Verlangen hat, ein Überwinder zu sein? Try. Only the overcomers will be sitting on the throne. Nur die Überwinder werden auf dem Thron sitzen. The disciple says, "Here is some bread." Und die Jünger sagen, hier ist Brot. And he says, "I have bread you do not know of." Und Jesus sagt, ich habe Brot, von dem ihr nichts wisst. Oh, somebody gave him food to eat? Aha, ihm hat schon jemand was zu essen gegeben. He was preaching the gospel. He was preaching to the woman. He was sharing the word of God.
Er hat der Frau das Evangelium gepredigt, er hat das Wort mit ihr geteilt. And I tell you something, it's true. Und ich sage euch, es ist wahr. I stay with people and they give me all kinds of food and they give me too much food because the moment I begin to talk about the things of God, I lose all hunger. Die, wenn ich mit Menschen zusammen bin und sie mir etwas zu essen geben, dann bekomme ich immer zu viel zu essen, denn in dem Augenblick, wo ich anfange, über das Wort Gottes zu reden, verliere ich den Hunger. Und sie sagen immer, iss doch noch was, und ich sage dann, ich habe Brot, von dem ihr nichts wisst. This living bread fills you up so much, you have no hunger. Dieses lebendige Brot füllt dich so sehr auf, dass du keinen Hunger mehr hast. And you can go on and on and on. Und du kannst dann weiter und weiter und weiter gehen. Kein Hunger mehr. The moment you relax, you stop. Oh, then the real natural hunger kicks. In dem Augenblick, wo du aufhörst zu predigen und anfängst dich auszuruhen, dann kommt der natürliche Hunger wieder. So I know what Jesus was speaking about. Ich weiß, worüber Jesus sprach. It really does. And so the natural versus the spiritual. Da ging es also um das Natürliche gegen das Geistliche. Jesus says, let the blind lead the blind. Jesus sagte, lass die Blinden führen. Both will fall in a ditch. Dann werden sie zusammen in eine Grube fallen. And when they are in the ditch, they'll say, hey, maybe we are blind. Und wenn sie in die Grube gefallen sind, dann werden sie sich anschauen und sagen, waren wir blind? You can say, forgive them, for they do not know what they do, what they say. Und du kannst sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und was sie sagen. Sure, I was telling you the truth, I was presenting the truth to you, but you're not willing. I have to leave you, I have to go to somebody else. Natürlich habe ich euch die Wahrheit gebracht, sie gepredigt, aber wenn ihr nicht willens seid, sie anzunehmen, dann muss ich euch verlassen und irgendwo anders hingehen. If you love your blindness so much, be blind, fall in the ditch, enjoy it. Wenn du deine Blindheit so sehr liebst, dann erfreu dich an deiner Blindheit und fall mit den anderen Blinden zusammen in eine Grube. But Jesus, this is not nice. Aber Jesus, das klingt nicht nett. But Jesus is not nice. Jesus ist nicht nett. He's the truth. Er ist die Wahrheit. The truth is the truth. There are no niceties in it. Die Liebe ist die Wahrheit und darin. No. The truth is the truth. There are no niceties in it. Die Wahrheit ist die Wahrheit und in der Wahrheit sind keine Schmeicheleien. It is like a big rock that falls from heaven, sits on the ground and nobody can move it. Das ist wie ein großer Felsen, der vom Himmel fällt und auf der Erde liegt und niemand kann ihn mehr wegbewegen. There is no bulldozer or crane in this world that can lift it. Da gibt's keinen Bulldozer oder Kran in dieser Welt, der die Wahrheit wegbewegen it's könnte. Unmovable. It's so heavy, it's so great. Sie ist unbeweglich, weil sie so schwer, so groß ist. You just have to stand on it. Man muss sich einfach darauf stellen. That's what it is for. Dafür ist sie da. The truth is the rock. Die Wahrheit ist der Felsen. And now God says, David says, let it be in the innermost being of mine. Let me line up myself with the innermost truth within me. Und jetzt sagt David, lass diese Wahrheit in mir sein. Lass mich mit dieser Wahrheit, die in mir ist, übereinstimmen. That means there is a straight line. Das heißt, es gibt eine gerade Linie. My ways are crooked. Meine Wege sind krumm. I have to constantly line up myself with the truth. Und ich muss mich ständig an der Wahrheit ausrichten. I cannot have two thoughts, I have to have one thought. Ich kann nicht zwei Gedanken denken, ich muss einen Gedanken However, haben. To navigate in this world, the Lord gave us a permission to be a little bit like he is. Aber trotzdem hat uns der Herr die Erlaubnis gegeben, damit wir in dieser Welt zurechtkommen, ein klein wenig so zu sein, wie er ist. Paul says to the Jew, I'm a Jew. Paulus sagte, für die Juden bin ich ein Jude. To the Greek, I'm a Greek. Für die Griechen bin ich ein Grieche. And so that I can reach them all. Damit ich sie alle erreichen kann. And often when Jesus spoke with the Pharisees, he came down to their level. Und oft, wenn Jesus mit den Pharisäern redete, dann hat er sich auf ihre Ebene begeben. He was using their doctrines against them. Er hat ihre eigenen Doktrine gegen sie eingesetzt. In Psalms 18, in Psalm 18 lesen wir, I don't know, verse 25, 26, 27. Vers 25, 26, 27. But that in German is probably a couple of verses forward. Na, ich guck mal. Psalm 18. Look, David says, with the kind, thou dost show thyself kind. David sagt hier, mit den Einfachen bist du einfach. Kind.
mit den Lieblichen, mit den Gütigen erzeigst du dich gütig. With the blameless, thou dost show thyself blameless. Mit den Schuldlosen bist du schuldlos oder erzeigst du dich vollkommen. With the pure, you show yourself pure. Mit den Reinen gehst du rein um. But with the crooked, you show yourself astute. Aber mit den Verkehrten gehst du verkehrt um. In exactly in Hebrew says twisted. Mit den Verdrehten heißt das im Hebräischen. Mit den Verdrehten gehst du verdreht um. God goes with the twisted way, because that's what the twisted wants. Gott geht mit den Verdrehten verdrehte Wege, denn genau das ist das, was die Verdrehten wollen. You save the afflicted people, and the haughty eyes thou dost obey. Denn du wirst das elende Volk retten und die hohen Augen wirst du erniedrigen. Right. Pride causes people to be twisted. Da Stolz macht, dass die Menschen verdreht sind. Dishonest. Unehrlich. And so, when you are in truth and the truth is in your innermost, it is that stone that is in there. Wenn du in der Wahrheit bist, dann bist du da, dass dieser Stein, diese Wahrheit in dir ist. You detect what's in other people. Und dann kannst du entdecken, was in anderen Menschen ist. You know when they lie. Du weißt, wann sie lügen. But in order to confront them, you need a proof. Aber um sie damit zu konfrontieren, brauchst du Beweise. You need two witnesses at least. Du brauchst mindestens zwei Zeugen. Your suspicions will not fly. Deine Verdächtigungen werden da nicht funktionieren. In your spirit, you know that they lie. Du weißt im Geist, dass sie lügen. But you can do nothing about it. Aber du kannst nichts damit machen. And let the games begin. Und dann soll das Spiel anfangen. They play with you, you gotta play back with them, but you know the truth. Sie spielen mit dir und du kannst mit ihnen spielen, aber du kennst die Wahrheit. Only to win them over to the truth, but if you fail, shake the dust off your feet, have nothing to do with them. Und du kannst nur darum mit ihnen spielen, um sie von der Wahrheit zu überzeugen. Wenn du das nicht schaffst, dann kannst du nur den Staub von deinen Füßen schütteln und woanders hingehen. Yes, Jesus came on this earth to be with the twisted. Jesus kam auf die Erde, um mit den Verdrehten zu sein. But he never compromised the truth that is in him or he was. Er hat aber niemals die Wahrheit kompromittiert, die in ihm war und die er war. He was always the same. Er war immer der gleiche. He played games. Er hat Spiele gespielt. Oh yes, I can have a preaching on this, how Jesus played with people. Man kann darüber lange predigen, wie Jesus mit den Menschen gespielt hat. Nobody preaches those things. Niemand predigt das. But he was on this earth and he had to put up with it. Aber er war auf dieser Erde und er musste damit umgehen. He used sometimes double talk because people use double talk. Er hat manchmal doppelzüngig gesprochen, weil das die Menschen auch gemacht haben. He used parables that never explained them. Er hat Gleichnisse benutzt und hat sie nie erklärt. Left them in a limbo, hanging. Er hat sie einfach im Ungewissen hängen lassen. Puzzled, scratching their heads. Und sie haben dann gepuzzelt und ihren Kopf gekratzt. One example. Ein Beispiel. He gave power to the 70 disciples. Er hat den 70 Jüngern Macht gegeben. Send them out. Hat sie ausgesandt. They preached Jesus, healed the sick, cast out demons. Und sie haben Jesus gepredigt, die Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben. They come and says, Lord, so many miracles happened. Und sie kamen wieder und sagten, Herr, so viele Wunder sind geschehen. In your name, even demons are subjected to us. In deinem Namen sind uns sogar Dämonen untertan. Nice. Das ist aber schön. Now, next step. Und dann kam die nächste Stufe. Eat my flesh, drink my blood. Und Jesus sagte, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. That's a hard teaching. Who can bear it? Das ist aber eine schwierige Lehre. Wer kann denn sowas ertragen? Back to the world. Und sie sind zurück in die Welt gegangen. Jesus turns to his 12. Jesus hat sich an seine 12 gewandt. You also want to go? Wollt ihr auch gehen? Peter comes and says, Lord, where shall we go? Und dann kam Petrus und sagte, Herr, wo sollen wir denn hingehen? You have the living word. Du hast doch die lebendigen Worte. You have nowhere to go. Wir wissen nicht, wo wir sonst hingehen sollten. You have not chosen me, I have chosen you. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch erwählt. Halleluja. And the other ones went and we never hear of them again. Und die anderen 70, die sind verschwunden und man hat nie wieder etwas von ihnen gehört.
They got such a big chip on their shoulder. Sie hatten so einen großen Sterne auf der Schulter. They got spiritually great. Sie waren spirituell so groß geworden. They did these miracles in the name of Jesus, but they assumed they are already Jesus themselves. Sie haben die Wunder zwar im Namen von Jesus getan, aber dann haben sie gedacht, dass sie schon Jesus wären. We can prophesy like Jesus. We can cast out demons like Jesus. We can heal the sick. We can raise the dead like Jesus. He's not bigger than us. Wir können die Kranken heilen wie Jesus. Wir können Dämonen austreiben wie Jesus. Wir können sogar Tote auferwecken wie Jesus. Er ist doch nicht größer als wir. The only difference is, they were doing it for their own glory. Jesus has never done anything for his own glory. Der einzige Unterschied ist, dass sie das für ihre eigene Ehre getan haben und Jesus hat nie etwas zu seiner eigenen Ehre getan. He always glorified the Father and asked the Father to glorify him together with the glory that the Father has given him. Er hat immer den Vater verherrlicht und er hat den Vater gebeten, ihn mit der Herrlichkeit zu verherrlichen, die sie beide hatten. It was the Father's glory. Es war die Herrlichkeit des Vaters. And the Father has glorified the Son. And the Son has glorified the Father again. Und der Vater hat den Sohn verherrlicht und der Sohn hat wieder den Vater verherrlicht. No self in the kingdom of God. Im Königreich Gottes gibt es kein Selbst. But the 70, they had self. Aber diese 70, die hatten ein Selbst, ein they Ego. Got big heads. Sie hatten einen großen Kopf. So what was the difference between the 70 disciples and the 12? Und was war jetzt der Unterschied zwischen den 70 Jüngern und den 12 Jüngern? Wer weiß es? Lutz knows. Wir haben ihn gefragt. Ja. 70 did not ask questions. Der Unterschied ist, dass die 70 Jünger irgendwas angenommen haben und sind weggegangen und die 12, die haben ihn gefragt, was das bedeutet. When you ask questions, you have to kind of humble yourself a little bit. Wenn du nämlich jemanden fragst, was er gemeint hat, dann musst du dich demütigen, um das fragen zu können. To show your ignorance that you don't know and you kind of depend on the answer. Du musst deine Unwissenheit zeigen, dass du die Antwort nicht weißt und musst darauf vertrauen, dass du eine Antwort bekommst. A lot of people act in pride and say, I know, and they don't know. Viele Menschen, die handeln so stolz und sagen, ich weiß schon, obwohl sie gar nichts wissen. And listening, say, yeah, I know. Und wenn sie zuhören, dann sagen sie, ja, genau. When you begin to ask them, what do you know? Und wenn du dann fragst, ja, was weißt du denn jetzt? What was the question? Na, was hast du jetzt gleich gefragt? Human nature. Das ist die menschliche Natur. Peter says, where shall we go? Aber Petrus sagte, wo sollen wir hin? You tell me. Erzähl du mir. What did you mean by this parable? Was hast du mit diesem Gleichnis gemeint? So we have explanations of the parables in secret with the disciples because the disciples asked Jesus what it means. Und so haben wir viele Gleichnisse erklärt, aber nur deswegen, weil die Jünger gefragt haben und sie Jesus ihnen dann im Geheimen erklärt hat. To them it is all in the mystery spoken, but to you I speak clearly the truth. Und Jesus sagte, zu den anderen rede ich in Geheimnissen, aber euch kann ich die Wahrheit sagen. Because you keep on picking on my brain. Denn ihr wollt immer mehr wissen. In Switzerland, the last meeting right now, on next Sunday, we will have questions and answers. Am nächsten Sonntag in der Schweiz, da werden wir Versammlungen haben, Fragen und Antworten. Questions and answers. We put up an ad in the newspaper and it's going to be all over. So we'll be asking questions and answers. Wir haben da eine Werbung in der Zeitung gemacht sogar und sie sollten alle wissen, dass sie dann Fragen stellen können. Questions about day-to-day life, relationships. Fragen über das tägliche Leben, über Beziehungen. Not necessarily theological questions of the Bible. Nicht unbedingt theologische Fragen. People have the tendency to complicate their lives. Die Menschen haben immer die Tendenz, ihr Leben zu verkomplizieren. Complicated thinking, they make out of a little needle a big gobble. Sie haben immer so die Tendenz, kompliziert zu sein und machen dann aus einer Mücke einen Elefanten. Yeah, that's right.
So, truth makes it all simple. Und die Wahrheit macht alles einfach. Straight. Und gerade. No zigzags. Keine Zickzacks. And once we conform ourselves to it. Und wenn wir mit dem konform gehen. And just self-discipline ourselves and just keep it, stay in it. Und uns selbst disziplinieren und darin bleiben. Even when it is unpleasant. Auch wenn es unbequem ist. Yeah. I say to Gerd sometimes in the email, I know it's not pleasant, but that's how it is. Manchmal sagt er mir etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, und umgedreht ist es manchmal genauso. It takes sometimes a long time. Und manchmal dauert es lange. I said, I'm sorry, but I cannot go around and beat around the bush. Und ich sage dann aber, es tut mir leid, ich kann nicht immer da nur drum herum reden. This is how it is. So ist es einfach. And you be the judge if I tell the truth. Und du musst selber wissen, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. And then argue with me, if you want. Und dann kannst du mit mir diskutieren, wenn du willst. And we did. Und wir haben das getan. Why? Warum? Over the truth. Weil es die Wahrheit ist. Stay in the truth. Weil Stay. Wir in der Wahrheit bleiben. And later on, once we embrace the truth, we experience it's liberation. Und wenn wir die Wahrheit dann annehmen, dann erfahren wir Befreiung. Isn't that true? Das ist richtig. Ja. And that's how people develop. Und so kann man sich entwickeln. I've seen how Gerd has grown very fast in the Lord. Ich habe gesehen, wie Gerd sehr schnell im Herrn gewachsen ist. Perhaps most I have invested in him. Vielleicht habe ich we have to exchange so many emails. Vielleicht habe ich in ihn das meiste investiert, weil er das übersetzt und wir haben so viele E-Mails ausgetauscht. And so we sometimes have a fight like men to men. Und manchmal haben wir gekämpft wie Männer. We get angry, we get upset. Und wir waren ärgerlich und waren zornig. But that is the low place on the trampoline. Aber das war dieser niedrige Ort auf dem Trampolin. And suddenly, Gerd goes high. Und dann geht Gerd hoch. This going high is liberation. Und dieses nach oben kommen, das ist Befreiung. Freedom. Freiheit. Halleluja. Halleluja. But before it, aber vorher, the flesh is uncomfortable. Geht es dem Fleisch gar nicht gut. We don't like it. Wir mögen das nicht. Sometimes he says to me, you know what? I never looked at it from the spiritual point of view. According to the physical point of view, so I said, Gerd, there is no physical point of view. This is only spiritual thing. Und manchmal habe ich gesagt, ich habe das nur vom fleischlichen oder vom irdischen aus betrachtet. Und dann sagt er, es gibt keinen irdischen Standpunkt. Das ist alles geistlich. Everything is controlled. Anything physical is controlled by the spiritual. It's created by the spiritual. Alles physische wird vom Geistlichen kontrolliert. Everything. Alles. Counting, money, mathematics, everything. Ob man Geld zählt oder irgendwas rechnet, alles wird vom Geist. This Bible could not exist if there was no spiritual law behind this book. Diese Bibel könnte nicht existieren, wenn es kein geistliches Gesetz hinter diesem Buch geben würde. So we exchanged some more emails. Also haben wir noch ein paar E-Mails geschrieben. Says, yeah, you're right. Und dann habe ich gesagt, du hast recht. But it's not my right. It is the truth in the innermost. Aber das war nicht das, dass Josef Luxem recht hat, sondern es ist die Wahrheit innen drin. By which I live. This is the standard by which I live. Das ist der Maßstab, nach dem ich lebe. Some people come to me, you know what? I'm a little bit afraid of you. Und manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dir. I said, that's good. Und ich sagte, das ist gut so. That's the fear of God. Das ist die Furcht Gottes. That's right. If you have the standard of truth, people will have fear from you. Das ist richtig. Wenn du den Maßstab der Wahrheit hast, dann haben Menschen Furcht vor dir. Because the truth draws respect. Denn die Wahrheit, die fordert Respekt. Always. Immer. People see from outside and they have a great respect for you. Wenn dich die Menschen von außen sehen, haben sie Respekt vor dir. There's nothing about the truth twisted like a snake. Nothing about it. Man kann die Wahrheit nicht so wie eine Schlange verdrehen. No. Normal daily life with people, with circumstances, yes. They play the game with you, but your game is better. You are a winner. Wenn du im täglichen Leben mit Menschen zu tun hast, dann musst du dich irgendwie dem anpassen. Und wenn sie Spiele mit dir spielen, dann kannst du auch Spiele spielen, aber du weißt es besser. Your game is better, you win. Dein Spiel ist besser, du wirst gewinnen. Truth always wins. Die Wahrheit gewinnt immer. No matter. Egal wie. So the sooner we learn
the truth in the innermost. We will learn the wisdom in the innermost. Je schneller wir also die Wahrheit in unserem Inneren begreifen, umso schneller werden wir die Weisheit haben. Yes, it's good to say, I'm sorry, I have to tell you this, but I believe this is the truth. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber ich glaube, dass es die Wahrheit ist. It's okay to say, I'm sorry, you know, but I have to say it. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, entschuldige bitte, aber ich muss es trotzdem sagen. Speaking truth to one another, Paul said. Wir sollen einander die Wahrheit sagen, sagt Paulus. We read in Psalm 19 yesterday, let the truth never depart from my mouth. Wir haben gestern im Psalm 19 gelesen, lass die Wahrheit nie von meinem Mund weggehen. Nathan came to David. Als Nathan zu David kam, and gave him a parable. Ihm ein Gleichnis erzählt hat. And in that parable was David. Und in diesem Gleichnis ging es um David. And he says, well, this man should be dead. Und David sagt, der Mann gehört umgebracht. That's you. Und dann sagt Nathan, oh, du bist das. No, no. Nein. Can't be. Das kann doch nicht sein. You killed Uriah. Und dann sagt Nathan, du hast Uriah umgebracht. You stole his wife. You committed adultery. Und seine Frau gestohlen und Ehebruch mit ihr begangen. The truth is found out. Oh, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe gesündigt. The prophets know the truth. Die Propheten wissen die Wahrheit, kennen die Wahrheit. And if God tells them, go and tell the truth straight in the eyes. Und wenn Gott sagt, geh und erzähl die Wahrheit gerade ins Gesicht, it's not pleasant. Dann ist es nicht schön. But it was for the good of David. Aber es war zum Guten für David. And for the good of the whole nation of Israel. Und zum Guten für die ganze Nation Israel. Because if that was not revealed, wenn das nicht offenbar geworden wäre, all corruption comes from the head down to the population. Dann wäre das Schlimmes passiert, denn die ganze Verdorbenheit kommt vom Kopf und geht bis in den Körper hinein. A great plague fell upon Israel because of the sin of David. Und eine große Plage fiel über Israel wegen der Sünde Davids. If the head is corrupt, the nation will become corrupt. Wenn das Haupt verdorben ist, dann wird die ganze Nation verdorben. Jezebel and Ahab were corrupt. Isebel und Ahab waren verdorben. And God, that's why God sent Elijah to speak straight in their face. Und deswegen hat Gott Elia gesandt, um ihnen gerade ins Gesicht zu sagen. Trying to bring them into the truth. Er hat versucht, sie wieder zurück in die Wahrheit zu bringen. And when he couldn't, und als er das nicht konnte, God says, all right, the cup has overflowed, its brim spilled over. Dann hat Gott gesagt, okay, jetzt ist ihr Maß voll, das ist übergelaufen. Jezebel's gonna die, dog's gonna dismember her body. Isebel wird sterben und die Hunde werden sie auffressen. And Ahab's house will be finished to the last. Und Ahabs Haus wird nicht mehr existieren. Not, he will not have one descendant. Er wird nicht einen einzigen Nachkommen haben. God had his nose full. Gott hatte die Nase voll. But yet he sent his prophets. Und trotzdem hat er seinen Propheten gesandt. Trying to bring them back to the truth. Und versucht, sie zurück zur Wahrheit zu bringen. One time Ahab, humbled himself. Ein einziges Mal hat Ahab sich gedemütigt. Elijah proclaimed calamity on his house. Als Elia Verwüstung über sein Haus ausgesprochen hat, Ahab humbled himself and he cried. Da hat Ahab sich gedemütigt und geweint. While he was crying, Elijah was on his way. Und Elia war schon wieder weg, als er weinte. God stopped him. Da hat Gott ihn aufgehalten. Says, look how he humbled himself. Und er sagte zu Elia, schau mal, wie Ahab sich gedemütigt hat. Go back and tell him something else. Gehe zurück und sag ihm etwas anderes. I'm gonna modify my word a little bit. Ich werde meine Worte etwas modifizieren. The calamity will happen after he's dead. Und Gott sagte, diese Verwüstung wird erst passieren, wenn er schon tot ist. So you will not see the destruction of his family. Damit er nicht die Zerstörung seiner Familie mit anschauen that muss. Means that God was pulling him closer, closer to himself, that he would completely repent. Das heißt, Gott wollte ihn noch näher ziehen, damit er vollständig Buße tut. And Ahab was satisfied with this. Ah, I'm already dead. I will not see it, so I don't care. He was so selfish. Aber Ahab war damit zufrieden. Er sagte, okay, wenn das so ist, dass ich das nicht mit anschauen muss, dann reicht mir das. So selbstsüchtig war er. He did not care for his family. He had 70 sons. Er hat sich nicht um seine Familie gekümmert. Er hatte 17 Söhne. 70. 70.
And he did not care. Und er hat sich nicht um sie gekümmert. He was so selfish. Er war so selbstsüchtig als Vater. And he died. Und er starb. And all his sons and the whole family, everything was destroyed. God destroyed them. Und seine ganze Familie wurde zerstört. Gott hat sie zerstört. Didn't have to be so. Das hätte nicht passieren müssen. If he embraced the truth. Wenn er die Wahrheit angenommen Now, hätte. Why God has to work so hard with people? Warum hat es Gott mit den Menschen so schwer? Why there has to be a threat even in the first place? Warum muss es da erstmal Furcht geben, Angst? Why does it have to be a judgment? Warum muss es ein Gericht geben? Why God has to shake us up and shock us? Warum muss Gott uns aufschütteln und schockieren? Why? Warum? What's wrong with us? Was ist los mit uns? God's love is not powerful enough to change us? Ist Gottes Liebe nicht mächtig genug, um uns zu ändern? The judgment begins in the house of God, the Bible says. Die Bibel sagt, das Gericht beginnt am Hause Gottes. It was especially happening in Israel. Und ganz besonders in Israel. Because these were God's people, God's chosen people, God's anointed people. Denn das war das Volk, das Gott sich ausgewählt hatte. And because of this anointing, und wegen dieser Salbung, choice is anointing. The jealousy of God flares up. Wegen dieser Auswahl, die Gott getroffen hatte, wegen der Salbung, die auf Israel war, kam die Eifersucht Gottes. If you were not anointed, there is no jealousy of God. Wenn es keine Gesalbten gibt, dann gibt es auch keine Eifersucht if you're Gottes. Not chosen, if you're not God's people, wenn ihr nicht auserwählt seid, wenn ihr nicht Gottes Volk seid, God gives us over to our own thinking, supposing that we have something our own, dann gibt uns Gott über zu dem Denken, dass wir etwas selbst besitzen würden. And the only comfort that people begin to have in this life is when they see their grandchildren. Und der einzige Trost, den Menschen dann in ihrem Leben noch haben, sind, wenn sie ihre Enkel sehen. Fleisch, 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 Fleisch. Alles nur Fleisch, Fleisch, Jesus Fleisch. Says, if you do what everybody else does, you're not my sons, my daughters. Jesus sagte, wenn ihr das tut, was alle anderen auch tun, dann seid ihr nicht meine Söhne und Töchter. If you greet those that greet you, wenn ihr nur die grüßt, die auch euch if grüßen, you love those that love you, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, you don't do much more than the masses do. Dann macht ihr nichts anderes, als was alle tun, also was die Massen tun. Und dann sagt Jesus, und ihr macht dann eigentlich nichts mehr, als die Vögel auch tun. A bird's weave nest, ein Vogel baut ein lay Nest, eggs, er legt Eier, make them hutch, macht sie, brütet sie aus. And they take care of the little chicks. They feed them. Und dann kümmern sie sich um ihre kleinen Vöglein und füttern sie. So the mother bird is very righteous. Oh, I'm doing everything for my children, my children, my children. Und der Muttervogel fühlt sich dann bestimmt sehr gerecht und sagt, doch, ich mache doch alles für meine kleinen Küken. And the father bird looks at his chicks and says, yes, one day I'm going to see the grandchildren, perhaps great-grandchildren. Und der Vatervogel, der stellt sich dann hin und sagt, ja, meine Kinder, und die werden wieder Kinder haben, und vielleicht sehe ich sogar meine Urenkel noch. And what did Jesus say? Und was sagt Jesus? You do not much more than the world does. Ihr macht dann nicht mehr, also nichts anderes, als was die Welt macht. You are in the natural. Ihr seid in dem Natürlichen. Fleischlichen. You see what I'm saying? Versteht ihr, was it ich sage? Happens when we are given over to our natural things and we just love the natural. Das passiert, wenn wir dem Natürlichen übergeben sind und einfach nur noch das Natürliche and when mögen. We derive righteousness from doing something for our own flesh and blood. Und dann nehmen wir unsere Gerechtigkeit oder unsere Rechtschaffenheit von dem, was wir für Fleisch und Blut tun. There's no righteousness in that. Aber darin ist keine Rechtschaffenheit. It's nature. Das ist natürlich. There's nothing to be proud of. Da gibt's nichts, worüber man stolz sein könnte. Animals do that. Denn auch Tiere machen das. But Jesus says, in order for you to be sons and daughters of God, you must do more. Aber Jesus sagt, damit ihr Söhne und Töchter Gottes sein könnt, müsst ihr mehr tun. Means you must break out from those physical shackles. Das heißt, ihr müsst aus diesen physischen Fesseln ausbrechen. Even you can pray for your enemy. Du kannst dann sogar für deine Feinde beten. Do more. Tu mehr. Mach Somebody mehr. Somebody's asking you for a mile. He said, okay, mile is how many kilometers? 1680 Meter. I'll go 1600, but not the 80. Und jemand fragt dich, wie
jemand bittet dich, eine Meile mit ihm zu gehen, dann nimmst du schnell deinen Rechner und rechnest, wie viel ist eine Meile? Eine Meile sind 1680 Meter. Naja, die 80 Meter, die kann ich mir sparen. 1600 reicht. No, Jesus says, go 2 miles. Aber Jesus hat was anderes gesagt, geh 2 Meilen. But why? Aber warum nur? What's the value in it? Was ist der Wert davon? What's in it for me? Was ist für mich dabei drin? Somebody's asking you for a coat. Give him another coat. Wenn jemand dich um einen Mantel bittet, dann gib ihm 2. What's in it for me? Aber was ist für mich dabei drin? And that is the test of the natural man and the spiritual man. Das ist die Prüfung des natürlichen und geistlichen Menschen. All of my life I've been missionary. Ich war mein ganzes Leben lang Missionar. I have given away millions of dollars. Und ich habe Millionen Dollar verschenkt. I receive and I give. Ich empfange und ich gebe. In values. Im Wert. Yeah. My brother says, I could never do that. Und mein Bruder sagte, sowas könnte ich nie machen. Because you are not me. Du bist nicht ich. We may be flesh and blood. Wir sind vielleicht von einem Fleisch und but Blut. We are like Jacob and Esau. Aber wir sind wie Jakob und Esau. And the Jacob, the Lord loved. Und Jakob hat Gott geliebt. I said, I'm Jacob. Und er sagte, ich bin Jakob. I like to play. He said, I could never do this. Und der andere sagt, das hätte ich nie machen können. Really? Wirklich? Really? Wirklich. And I said, and I did it, and I'm willing to do it again. Und ich sagte, ich mach das und ich werde es wieder tun. Somebody asked, what about your house? Jemand hat mich gefragt, was ist denn mit deinem Haus jetzt? Is anyone watching it? Guckt da jemand nach? I said, yeah, a legion of angels. Und ich sag, ja, eine Legion Engel. Anybody has a key, go and check if everything is okay. Hat jemand einen Schlüssel und schaut nach, ob alles in Ordnung ist? The angels don't need any keys. Die Engel brauchen keine Schlüssel. Is it cold? No. Yes, it's cold. Ist es kalt dort? Ja, na klar, es ist kalt. It's under the snow. Es ist unter dem Schnee, vom Schnee bedeckt. I don't know. Maybe it's burned down. Who knows? Und ich sagte, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es ausgebrannt. We are not attached to anything. Wir sind dem nicht verfallen. People who are attached to physical things are physical. Die Menschen sind den physischen Dingen ganz oft verfallen oder sie hängen an ihnen. It is a realm which everybody can arrive at. Es ist ein Bereich, in dem jeder ankommen kann. When the truth liberates us from all these physical attachments, dann, wenn die Wahrheit uns von allen diesen physischen Anhängen befreit. And to it, God gives you more than you need. Und deswegen, wenn wir nicht mehr davon abhängig sind, wird Gott uns mehr geben, als wir brauchen. More. Mehr. Instead of being a poor person, you can be rich. Anstatt arm zu sein, kann man auch reich sein. I don't seek any riches to define myself. I'm already defined spiritually through the truth that is within me. Ich suche keinen Reichtum, mit dem ich mich definieren kann. Ich bin definiert durch die Wahrheit, die in mir ist. But one thing the Lord said to me. Und der Herr hat mir ein was gesagt. This man who has made this invention here in Germany said, you will never be rich. Dieser, you heard it, right? Ja. Dieser Mann, der diese Erfindung mit der Brauerei gemacht hat, der zu mir sagte, du wirst niemals ein reicher Mensch sein. And the Lord whispered to me, he said, because he said it. Da hat der Herr gesagt, weil dieser Mann das gesagt hat, putting you down, I'll make you so rich that he can only dream about it. Und er dich damit niedergemacht hat, weil er das gesagt hat, deswegen werde ich dich so reich machen, dass der nicht mal davon träumen kann. That's what in Jeremiah is written. Because they said Zion is forsaken, no one cares for it. Das ist das, was in Jeremia steht, weil die Menschen sagten, Zion ist vergessen, niemand kümmert sich um sie. They created a replacement theology for themselves. Weil sie sich eine Ersatztheologie geschaffen haben. I will put them to shame when I restore your fortunes and I'll do better for you at the end than in the beginning. Deswegen, weil die Menschen das sagen, werde ich sie beschämen, indem ich es dir am Ende besser gehen lasse als am Anfang. Look at Israel today. Und schaut euch heute mal Israel an. Drive to Jerusalem, you'll see what's happening. Wenn ihr nach Jerusalem fahrt, könnt ihr sehen, was dort los ist. Wealth, 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 riches. Reichtum, Wohlergehen. Economy is booming. People, die Wirtschaft geht gut, die boomt.
That's what God wants us. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Like my brother said, you will never get a loan, you will never get a house. Mein Bruder sagte zu mir, du wirst nie den Kredit bekommen, du wirst nie ein Haus besitzen. You don't have a job, I have a job and I don't get it. Du hast keine Arbeit, ich habe eine Arbeit und ich kriege keinen Kredit. And I said, I'm a missionary and I'm going to get it. Und ich sagte, ich bin Missionar und ich brauche den Kredit und ich werde ihn bekommen. And because he said it, we had a big house with a swimming pool with orchard full of fruit trees. Und weil er das gesagt hat, deswegen haben wir ein ganz großes Haus bekommen mit Swimmingpool und mit Obstgarten. With palm trees and everything. Und da waren Palmen drin und alles, was man sich nur denken kann. He came at the table from my beautiful table, was eating and the food was falling out of his mouth. Und er saß an meinem Tisch und das Essen ist ihm aus dem Gesicht gefallen. Couldn't believe it. Er konnte es einfach nicht glauben. Just because you said it. Und ich sagte, weil du das gesagt because hast. I'm on the boss, weil the ich heavenly boss. Unter dem himmlischen Boss arbeite. Und da könnte ich euch viele Geschichten erzählen. Because God loves you. Weil Gott dich liebt. Amen. Amen. Let's close our eyes. Wir wollen unsere Augen schließen. Lord, you have already deposited much in us today. Herr, du hast viel in uns hineingelegt heute. We want to bring forth fruit. Wir wollen Früchte hervorbringen. We are free. Wir sind frei. And we want to be freer. Und wir wollen noch freier werden. And grow in that freedom. Und in dieser Freiheit wachsen. We ask for more of the Holy Spirit. Wir bitten dich um mehr vom Heiligen Geist. More of the living water. Mehr lebendiges Wasser. We want a bigger river. Wir wollen einen größeren Fluss. Yes. We want to swim in it. Wir wollen in ihm schwimmen. We want to be taken. Und von ihm mitgenommen werden. For your glory. Zu deiner Herrlichkeit. Walking in you, with you. Mit dir und in dir zu gehen. When we fall asleep and when we rise. Wenn wir einschlafen und wenn wir aufwachen. During the day, during the night. Während des Tages und der Nacht. You are the center of our attention. Du bist das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Let the blessings of these meetings fall upon us. Lass den Segen dieser Versammlungen auf uns fallen. And what has been spoken here, let it be sealed with the seal of truth. Und was hier gesprochen wurde, lass es mit dem Siegel der Wahrheit versiegelt sein. Now bless the children. Und segne jetzt die Kinder. Thank you, Lord, that you have touched Sharon and that the fever broke. Danke, dass du Sharon berührt hast und dass ihr Fieber weg ist. Thank you, Lord. Danke, Herr. And touch every child that needs healing. Berühre jetzt jedes Kind, das Heilung braucht. Amen. Amen.